Hey, Johannes hier von newgadgets.de und ich bin gerade auf der Fahrveranstaltung der neuen Mercedes-Benz C-Klasse. Ich steige jetzt erstmal ein, fahre eine Runde und danach schauen wir mal in den Innenraum. Und dann wird es technisch, denn ich habe einige Leute von Mercedes-Benz hier, die mir etwas zu den neuen technischen Features dieses Wagens erzählen können. Wir sind jetzt ein bisschen mit der C-Klasse unterwegs gewesen. Ich bin jetzt so 200 Kilometer damit gefahren. Und das habt ihr in den Bildern schon gesehen, dass die C-Klasse auf jeden Fall schon ein bisschen einen Eindruck hinterlässt, als wäre es so eine kleine S-Klasse, oder? Und wenn man hier so drin sitzt, dann wirkt das alles gar nicht mehr so wie Mittelklasse. Wir haben nämlich hier auch einige Features der S-Klasse verbaut. Eine Sache ist mir auch gleich aufgefallen, als ich hier eingestiegen bin. Und zwar riecht es hier sehr gut. Und hier ist kein Wunderbaum dran. Also, wo kommt der Duft her? Zeige ich euch jetzt. So, und warum riecht das jetzt so gut in dem Wagen? Hier im Handschuhfach ist das Geheimnis. Und zwar diese Beduftungseinheit hier mit derzeit dem Duft Freeside Mood. Und ich kann euch sagen, der riecht auf jeden Fall sehr gut. Der kommt dann da rein. Das Gerät ist hier fest verbaut und versorgt euch jederzeit mit einem wohlriechenden Auto. Und hier können wir auch im Menü die Beduftung einstellen, ebenso wie die Ionisierung und ebenfalls natürlich auch Temperatur, Luftverteilung etc. Für mich persönlich jetzt eine Premiere, da ich das noch nie so gefahren bin, ein Auto mit Head-Up-Display. Also wir haben jetzt hier vor unserem Auge die Geschwindigkeit, auch die Navigationsanweisungen und was ich auch sehr schön finde, eben auch die aktuelle Geschwindigkeit, wie viel wir fahren dürfen, dank der Verkehrsschildererkennung. Und so hat man alles auf einen Blick, muss nicht runter aufs Tacho gucken, sondern einfach geradeaus und hat es hier unten links im Blick. Man muss sich eben daran gewöhnen, da normalerweise eben nichts im Blickfeld des Fahrers ist, aber das geht sehr schnell. Wir fahren jetzt hier den Handschalter mit 6 Gängen und mir ist hier jetzt auch nichts Negatives aufgefallen. Die Gänge gehen butterweich rein und mir persönlich macht ihr Handschalten sowieso viel mehr Spaß. Für alle, die nicht gern schalten, gibt es auch eine 7-Gang-Automatik und dann mit Schaltpedals, falls man eben doch mal die Lust bekommt, die Gänge einzeln durchzuschalten. So, unser Reisegepäck ist verstaut. 5 Taschen sind es und ihr seht, da würde sogar noch eine reinpassen. 480 Liter Kofferraumvolumen haben wir hier und das reicht auf jeden Fall aus. Das Armaturenbrett ist hier wirklich sehr elegant gestaltet. Seht ihr, wir haben hier Metall, also alles so im Alu-Look. Sehr hochwertige Luftdüsen hier, finde ich. Und hier auch dieses offenporige schwarze Holz, das nicht glänzend ist, sondern matt, das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch ein schönes Feature, eine analoge Uhr. Die Armauflage hat natürlich auch ein Fach. Drückt ihr hier auf diese Taste und schon öffnet es sich. Da kann euer Smartphone rein oder eben auch alles andere, was ihr da unterbringen möchtet. Und hier haben wir dann natürlich auch noch den SD-Kartenleser und 2 USB-Ports, um hier verschiedene Geräte anschließen zu können. Fahren wir auch noch die AMG-Line. Und die hat hier ein wirklich sehr schönes, griffiges Lenkrad verbaut. Natürlich hier mit allen Shortcuts, die man so braucht. Was mir auch immer sehr gut gefällt, ist hier ein unten abgeflachtes Lenkrad. Da wir jetzt auch kurz einen Wagen fahren, der über die 7-Gang-Automatik verfügt, haben wir hier auch links und rechts die Schaltpedals angebracht, mit der man dann auch manuell fahren kann, wenn man das möchte. Elektrisch verstellbare Sitze kosten natürlich extra, aber wenn ihr sie habt, dann könnt ihr hier eben so ziemlich alles einstellen. Und hier das natürlich auch speichern, je nachdem, wer gerade fährt. Wenn ich sage, hier Mutter braucht diese Sitzposition, Tochter, Sohn braucht diese, dann kann man das hier alles einspeichern
und hat es dann sofort auf Knopfdruck verfügbar. Und wir fahren hier den C200 BlueTEC mit 136 PS. Das ist ein Diesel. Und da ich selber auch einen Diesel fahre, ist mir aufgefallen, dass der wirklich sehr leise ist. Also der Motor ist wirklich gut vom Innenraum isoliert. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, sieht man hier auch eine 360-Grad-Ansicht des Wagens. Und ihr seht, wenn wir herumfahren, dann sehen wir hier auch die anderen Fahrzeuge im Blickfeld. Ist so ein bisschen wie so ein Computerspiel. Und jetzt sind wir hier auf einem Testgelände und werden uns die aktiven Sicherheitsfeatures zeigen lassen. Hallo, mein Name ist Leon Tatler. Ich stelle Ihnen hier heute unser Intelligent Drive vor. Dazu haben wir hier die neue C-Klasse. In diesem Fahrzeug haben wir als erstes Fahrzeug weltweit serienmäßig ein autonomes Notbremssystem, was auf Fahrzeuge funktioniert. Das heißt Collision Prevention Assist Plus. Damit können wir autonom notbremsen auf stehende Fahrzeuge und auch auf bewegte Fahrzeuge. Weiterhin gibt es noch das Fahrerassistenzpaket, was wir uns hier angucken. Das beinhaltet auch einen Abstandsregeltempomaten mit Lenkassistent. Der heißt das Tronic Plus. Hier haben wir weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Fußgängererkennung. Da können wir sogar autonom notbremsen auf Fußgänger. Das ist alles Teil des Mercedes-Benz Intelligent Drive. Wir haben da ein langsameres Vorausfahrzeug vor uns. Es fährt 35 km pro Stunde. Wir beschleunigen jetzt auf 70 km pro Stunde und fahren die dann konstant, wie wir jetzt hier sehen. Ich reagiere überhaupt nicht und das Fahrzeug tut alles für uns. Wir haben die Warnung, die Teilbremsung. Genau. Die Situation war jetzt relativ unkritisch, deswegen konnte das Fahrzeug mit einer reinen Teilbremsung den Unfall vermeiden. Jetzt haben wir vor uns einen Fußgänger. Ich bin abgelenkt, weil ich mit ihm rede und beachte ihn gar nicht. Und ja, werde wieder nicht reagieren, da ich abgelenkt bin. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Genau, wir haben gesehen, mein Bein hat sich überhaupt nicht bewegt. Ich habe gar nicht selber gebremst. Wir hatten wieder die Warnung, Teilbremsung und die Vollbremsung, haben den Unfall vermieden. Das Fahrzeugtarget vor uns. So, und jetzt sind wir genug rumgefahren, jetzt wird es ein bisschen technisch. Wir haben jetzt hier ein paar Experten von Mercedes, die uns auch etwas hier zu den neuen Features sagen können, die in dem Wagen verbaut wurden. Die lassen wir jetzt mal zu Wort kommen. Ich leite im Hause Mercedes-Benz in der Entwicklung die Exterieur-Anbauteile. Und zu diesen Exterieur-Anbauteilen gehört auch unser neues Airpanel, was Sie hier sehen. Das Airpanel kommt in der Exklusivvariante und wie Sie sehen, fährt bei diesem Airpanel die Lamelle auf, also wir haben eine schließbare Lamelle, die auf und zu geht. Diese Lamelle wird automatisch auf und zu gefahren. Wir haben durch dieses System eine enorm hohe Kraftstoffeinsparung von 0,1 Liter pro 100 Kilometer, bedingt durch einen 10 Punkte besseren CW-Wert, den wir haben. Zudem haben wir eine sehr, sehr optisch gut wirkende Lamelle hier, also die der Kunde dann auch sieht und wahrnimmt. Und als drittes haben wir noch den Vorteil, dass das Fahrzeug im Winter schneller aufheizt. Also wir haben die Lamelle geschlossen und damit kriegen wir eine sehr, sehr schnelle Aufheizung. Ja, Sie sehen hier unsere neue Vierlenkerachse, die aus der S-Klasse übernommen wurde. Sie ist in Leichtbauweise ausgeführt. Sie besteht, wie der Name schon sagt, aus vier Lenkern. Oberquerlenker, Zugstrebe, Spurstange und Federlenker. Sie tut sowohl etwas für die Fahrdynamik, weil sie in der Lage ist, hohe Querkräfte auf der Straße abzusetzen, wie auch für den Fahrkomfort, weil sie die Querkräfte aufs Federbein minimiert und damit wenig Reibung im Federsystem vorliegt. Das ermöglicht den Einsatz unserer neuen Airmatic, der erstmals in diesem Segment eingesetzt wird. Sie haben dort eine sehr niedrige Grundsteifigkeit, was wiederum einen hohen Fahrkomfort ermöglicht. Und außerdem können Sie als Kunde mit unseren drei Fahrprogrammen Ihre individuelle Neigung einstellen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen Komfort, Sport und Sport Plus umzustellen. Ich bin Leiter in der Rohbauentwicklung und zuständig für den Unterbau in der CE-Klasse. Und wir haben hier bei der neuen C-Klasse einen Leichtbau-Rohbau entwickelt, also einen sogenannten Aluminium-Hybrid-Leichtbau. Dort haben wir in der Karosserie Stahlteile durch Aluminium-Druckgussbauteile ersetzt. Wir haben ferner alle Hang-On-Teile im Rohbau durch Aluminium-Voll-Aluminium-Bauteile ersetzt, zum Beispiel Kotflügel, Motorhaube, Dach und den Heckdeckel. Wir sparen dadurch im Rohbau 40 Kilo. Das Gesamtfahrzeug wird um 100 Kilo leichter
Und an den Vollaluminiumtüren können wir auch erkennen, da haben wir bei 4 Türen allein 18 Kilo gespart. Ja, hier sehen Sie jetzt das neue Telematiksystem in der neuen C-Klasse. Es basiert auf dem System aus der S-Klasse, das heißt, wir haben sehr viele Komponenten daraus übernommen. Das Display hat eine Diagonale von 8,4 Zoll und ist ein hochauflösendes Display. Wir können es bedienen über 2 Elemente aus dem bereits aus der S-Klasse bekannten Drehdrücksteller und mit dem neuen innovativen von Mercedes-Benz entwickelten Touchpad. Mit dem Touchpad können Sie das System ganz einfach mit dem Finger bedienen. Wir unterstützen dort Einfingergesten zum Navigieren durch die verschiedenen Menüs. Um eine Funktion auszuwählen, drücken wir dann drauf, da gibt es ein haptisches Feedback. Und in Navigationskarten können Sie dann zum Beispiel auch mit dem Touchpad über die Karten scrollen oder mit von iPads und ähnlichen Tablets her bekannten Gesten auch den Zoom-Maßstab entsprechend verändern. Ebenfalls ganz neu ist die Handschrifteneingabe. Die können Sie immer dann nutzen, wenn Sie Texte eingeben wollen, zum Beispiel in der Navigation. Hier können Sie ganz einfach Buchstaben auf dem Touchpad entsprechend schreiben. Und diese werden dann auch akustisch zur Bestätigung ausgegeben, sodass man das System auch nahezu während der Fahrt blind bedienen kann. A. Ja, hier können wir jetzt dann zum Beispiel mal Paris eingeben und darüber dann die Navigation entsprechend starten. S. Was auch immer wichtig ist beim Autofahren, hört man meistens Musik. Hier haben wir ein Audio-Kurzmenü eingebaut. Das lässt sich entweder über diese Fingergeste mit 2 Fingern nach oben aufrufen. Hier kann man dann die aktuelle Audioquelle entsprechend ändern. Den Sender hier zum Beispiel, den Radiosender ändern oder zum nächsten Track springen, wenn man eine Quelle MP3 oder ähnliches hört. So, das war mein Fahrbericht zur neuen Mercedes-Benz C-Klasse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch hier auf YouTube freuen. Und wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und dieses Video mit euren Freunden teilt. Außerdem habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, was glaubt ihr, hat der C200 BlueTEC mit der Ausstattung, die ihr in diesem Video gesehen habt, gekostet? Schreibt es einfach unten in die Kommentare hinein. Würde mich sehr interessieren, was da eure Schätzung ist. Und falls ihr Fragen zu dem Wagen habt, dann hinterlasst einfach hier unten einen Kommentar und ich werde ihn so schnell wie möglich beantworten. Ich habe noch 2 interessante Videos für euch und zwar hier jetzt oben eingeblendet den neuen Mercedes-Benz GLA 45 AMG. Sehr kerniger Sound, schön kompakter Wagen mit 360 PS, also das ist eine echte kleine Rakete. Da klickt ihr einfach hier oben auf das Video und dann öffnet sich ein neues Fenster und ihr könnt dort meinen Fahrbericht zu dem Wagen sehen. Und wenn ihr etwas mehr Power benötigt, ebenfalls hier oben eingeblendet, der S63 AMG, V8 Biturbo, sehr, sehr krasser Sound. Geht einfach auf das Video, wird hier eingeblendet, klickt drauf, öffnet sich ein neues Fenster und nicht vergessen, Lautsprecher einschalten. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.